Liebe treue YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem nächsten Sommerstrauß-Video. Blumensträuße, mir gehen mit Blumensträußen die Ideen nie aus und ich habe immer so schöne Naturmaterialien. Und letzte Woche habe ich ja gezeigt, wie man mit Dornenhandschuhen Disteln schneiden kann. Disteln gibt es jetzt wunderschöne in der Natur und da habe ich dann einen ganz tollen Strauß, so einen natürlichen mit diesen Disteln und Rosen und Hortensie gemacht. Rhodea, also diese schönen weiß-blau-lila Farben. Lohnt sich echt zu gucken. Der Link dazu, den blende ich nochmal ein. Und wenn man auf Vorrat so ein paar Hortensien haben möchte für Sträuße, kann man sich natürlich immer eine tolle Pflanze zu Hause hinstellen und bei Bedarf einfach mal kurz was abschneiden, wenn man es übers Herz bringt. Aber heute habe ich schon wieder so richtig schöne, außergewöhnliche Sachen bekommen. Und zwar, ich habe ganz tolle Fuchsschwänzchen. Und normalerweise sind die ja, also sind die nicht so schön fedrig. Und da ich jetzt im Moment so wunderschöne, fedrige Fuchsschwänzchen habe, habe ich gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt mal einen Blumenstrauß mit diesen Fuchsschwänzchen machen, weil ich bekomme nicht immer die gleichen Sachen im Großmarkt. Und wenn ich dann komme und dann gibt es so schöne Ware, das ist ganz, ganz toll. Und manche Kunden meinen, es gibt immer alles. Nein, es gibt nicht immer alles. Und das ist auch in Ordnung so. Und das macht auch die Besonderheit an diesen Blüten und an diesen schönen, schönen natürlichen, an diesen natürlichen Blumen und den Kreationen, die daraus erstehen. Und ich muss mir ganz oft einfach schöne Alternativen ausdenken und deswegen muss auch der Florist einkaufen, der wirklich im Kopf hat, was er danach damit machen will, und das kann kein anderer für mich übernehmen. Deswegen, leider Gottes, klingelt mein Wecker so früh und es kann mir auch keiner ersparen, aber es gehört halt zu diesem schönen Beruf dazu. Früh aufstehen und es geht wirklich bis spät in den Abend, bis alles geliefert ist, bis wir morgens die Blumen schön geputzt haben, weil die sind jetzt auch schon toll geputzt. Da sind die Blätter dran, die haben wir alle abgemacht und die Blätter, die gehen als erstes kaputt. Und die Blüten, was jetzt hier auch diese schöne Frucht ist, die nennen sich ja auch Amaranthus. Und daraus wird auch der Amaranth, da gibt es ja ähnlich wie Hirse diese kleinen Kügelchen. Das ist wirklich Amaranthus und da kommt auch dieser Amaranth her. Ja, also da möchte ich auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, einen schönen Blumenstrauß damit machen. Dann habe ich natürlich auch noch schöne Freilandrosen bekommen, die ich auch im Farbenspiel mit diesem Rot von den Fuchsschwänzchen sehr schön finde. Und ich dachte, ich mische einfach mal verschiedene schöne Farben mit Orange, Aprikot, mit den Fuchsschwänzchen. Und typisch Freilandrose, die hatten natürlich 1000 Dornen. Und Blätter habe ich ein paar dran gelassen, aber für den Blumenstrauß mache ich natürlich auch wieder die Blätter ab. Also zumindest weitgehend, sowas kann man dranbleiben. Aber Blätter, Rosenblütenblätter müssen ab. Die sieht man im Strauß eh nicht. Wir machen ein schöneres, ein anderes Grün dran und die nehmen dem Kopf Kraft. Und deswegen mache ich die gleich ab. Ich habe den Efeu schon mal ein bisschen zurechtgeschnitten, muss aber, oh, Moment, nicht auf dem Boden, das brauche ich noch. Brauche natürlich auch wieder mundgerechte Stücke. Ich mache ein kleineres Sträußchen, also die Stücke, die müssen gar nicht so lang sein. Und mache bei dem Efeu auch wieder von den Stielen die Blätter ab. Wie immer, ist eigentlich immer das gleiche Spielchen. Mittlerweile kennen das ja auch schon viele, die meine Videos angucken. Aber dazwischen erzähle ich doch immer so viele, ich denke, wissenswerte Sachen, was man beachten muss, wie man die Blumen anschneiden muss, dass es sich doch immer lohnt zuzuhören und länger zuzugucken. Ach, was ich vorhin auch noch sagen wollte, ist zu dem Strauß, es macht unheimliche Wirkung bei so einem Strauß, wenn der in einer schönen Papiermanschette geschenkt wird, dann kann man den so offen schenken, was natürlich nur geht, wenn es frostfrei ist, was ja im Moment definitiv der Fall ist, wir haben Sommer, aber das ist so eine schöne Wirkung und das, wie man so eine Papiermanschette macht, das werde ich auch nochmal in einem Video zeigen. Aber so eine kleine Vorschau auf die vielen, vielen Sachen, die noch kommen und warum es sich lohnt, einfach dran zu bleiben und den Kanal zu abonnieren. Und ich gebe ja auch immer richtig, richtig viele Tipps, wie man
Ja, im Grunde genommen schönes Grün und schöne Blüten und natürliche Fruchtstände, also wenn man ganz viel verwenden kann, was man eigentlich beim Spazierengehen oder ja, was vielleicht der Nachbar schneidet und in den Biomüll wirft, wie man das verwenden kann. Aber es gibt eine ganz kurze Pause, weil wir Kunden haben und gleich geht es wieder weiter. Bis gleich. Julian ist glücklich und hat den Laden mit einem schönen Strauß verlassen. Und wir können mit unserem Sträußchen, mit Rosen, mit diesen schönen Freilandrosen in Aprikot, Orange, in diesen schönen sommerlichen Tönen gerade weitermachen. Der Amaranthus ist sehr, sehr, sehr lang. Also entweder wenn die Länge stört, dann kann man die einfach, dann kann man den kürzen. Ich habe das jetzt nicht gemacht und habe den ganz locker eingefügt. Es ist beim Straußbinden immer so eine gewisse, ja, es ist so eine Übung mit der Handhaltung. Man hält also einen Strauß nicht zu fest und auch nicht zu locker. Ich muss immer so locker halten, dass ich in meiner Hand einen Stiel einfügen kann. Ich muss aber auch fest genug halten, dass mir nicht die ganzen Blumen wieder aus der Hand rutschen. Das ist, naja, so dieses, es kostet doch ein bisschen Übung, ziemlich viel, weil manche tun sich da sehr, sehr schwer. Einfacher ist das immer, wenn man Blumengestecke macht, weil da muss man wirklich nur einen Blütenstiel festhalten und muss nicht so viele Stiele in der Hand halten, die man ja auch mit diesem Arrangement auch genau in dieser Anordnung behalten will. Und man kann das auch sehr gut üben. Als ich das geübt habe bei einer Praktikumsstelle, da kann man das super üben mit Holzstäben. Da hat mir die Chefin einfach Holzstäbe in die Hand gedrückt und hat gesagt, binde doch mal diese Holzstäbe. Und das sind dann aber wirklich solche Stäbe wie von den Orchideen. Ich soll diese Stäbe in der Spirale binden. Ja, das ist eine tolle Übung und das muss man erstmal gemacht haben, weil die sind sehr glatt, die rutschen total. Und wenn man mit denen einen Strauß in der Spirale binden kann, dann kann man es. Aber es ist auch so schön, das mal so zu erzählen, weil das waren so meine Anfänge und meine ersten Gehversuche. Und genau damit habe ich geübt. Und das ist im Grunde genommen sind ja auch Rosenstiele sehr, sehr glatt und sind sehr schwer zu fassen. Und mit denen kann man das auch, mit Rosen kann man auch gut üben, aber zum Üben ist es ein bisschen schwierig, weil das Risiko ist natürlich, dass die Rosen irgendwann mal ein bisschen beleidigt sind, wenn man mit denen so ewig rumfingert und übt. Also Holzstäbe sind ein super Übungsobjekt. Also ich wünsch da ganz viel Spaß. Und so, und ganz nebenher habe ich also jetzt schön immer arrangiert, dass ich so abwechselnd diese Rosen und diese Fuchsschwänzchen in den Strauß reinziehe. Wenn hier die Efeublätter ein bisschen zu weit überstehen, dann reiße ich einfach auch mal so ein Efeublatt weg. Dazu muss ich allerdings immer unten richtig festhalten, dass ich natürlich nicht den ganzen Efeustiel wieder aus dem Strauß herausreiße. Ja, das ist natürlich die Gefahr dabei, weil das wäre ärgerlich. Und da muss ich natürlich den Strauß richtig gut festhalten, sonst ist mein ganzes Arrangement natürlich wieder nur beim Efeu Blätter abrupfen ist es dann wieder futsch. Und wenn ich irgendwo sehe, dass da eigentlich noch eine Blüte sein könnte, dann kann ich ja ruhig noch was reinmachen. Und als Abschluss nehme ich wieder Aralienblätter. Man kann auch, da muss man natürlich mehr Stiele anlegen. Man könnte auch Kirschlorbeer nehmen. Hier habe ich wieder einen sehr schönen Kirschlorbeer. Am schönsten ist der mit den breiten Blättern und es ist auch wieder wunderbar, dass ich beide Sorten da habe. Das ist jetzt einer mit schmalen Blättern und dann habe ich einen mit breiten Blättern. Also hier sieht man sehr schön den Unterschied und vor allem, was es für einen Unterschied macht, dass der breite natürlich viel, viel besser abdeckt, weil wir wollen ja einen schönen Abschluss um den Strauß rum und wir wollen auch fertig werden mit dem Abschluss und man wird natürlich schneller fertig, indem man die breiten Blätter nimmt, weil das ist ja auch schön, wie die hier flächig abdecken. Und mit den schmalen, da muss man einfach ein paar mehr Stiele anlegen, muss ein bisschen fleißiger sein. Das geht auch, aber das kostet ein bisschen mehr Zeit. Das ist klar. Aber es ist einfach schön, wenn man so den Unterschied sieht. Ich habe wieder die Aralienblätter.
damit ich ein schönes, großes Blatt habe für den Abschluss. Und weil die ziemlich dreckig sind, so wie wir die kaufen und aus dem Großhandel, nehme ich einen Sprühstoß mit Blattglanz, um die ein bisschen sauber zu machen, weil die einfach staubig sind. Ja, das ist nicht schön. Die Aralien werden wieder gestützt, damit der Strauß einen schönen Abschluss hat, der eben schön waagerecht rausgeht von der Form her und diese Blätter nicht so nach unten klappen, wie sie es sonst tun würden, wenn auch die Fuchsschwänzchen da drauf, das Gewicht der Fuchsschwänzchen da drauf hängt. Und dann sieht es in der Vase natürlich, macht das eine sehr, sehr schöne Form. Aber um diese Form zu bekommen, muss ich schon ein bisschen stützen. Und das Stützen, das gelingt mir natürlich sehr gut mit dem Kirschlorbeer. Oder auch machen wir oft mit Salal. Aber Salal ist Corona-bedingt, ist auch ein bisschen schwierig zu bekommen. Und wird auch nicht immer aus den verschiedenen Ländern ausgeflogen. Also auch Grün, auch Blumen sind durch Corona-Umstände nicht immer verfügbar. Und auch diese Umstände merken wir auch. Und deswegen müssen wir uns natürlich zeitweilen auch Alternativen ausdenken, mit denen wir die Sträuße binden, weil wir wollen natürlich trotzdem schöne Sträuße unseren Kunden anbieten. Und das ist aber, dafür sind wir da, das ist unser Beruf. Und den mache ich ja auch am liebsten mit Leib und Seele. Ja. Das ist jetzt der Sommerstrauß mit Fuchsschwänzchen. Auch die kann man im Garten anpflanzen, sehr schön. Und was man auch noch machen kann, wenn man möchte, dass der Abschluss ein bisschen besser sitzt. Ich hole gerade mal ganz kurz, kleinen Augenblick, einen Tacker, also eine Heftzange. Und man kann das also sehr schön auch manchmal die Blätter noch ein bisschen festtackern. Ja, und dann sitzen die auch wunderbar und dann verrutschen die nicht mehr. Das ist also so ein kleines Hilfsmittel. Und ansonsten hoffe ich, dass dir der heutige Strauß gut gefällt. Fuchsschwänzchen haben mich schon als Kind fasziniert. Ich finde sie immer noch ganz toll. Deswegen musste ich die heute in dem Strauß mal zeigen. Vielen Dank fürs Schauen. Freue mich auf Kommentare und Anregungen, Likes. Und freue mich, wenn du dran bleibst. Alles Liebe und bis bald, deine Margit. Tschüss.